Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, heute geht's wieder weiter. Ich bin hier fleißig am Basteln nebenbei. Und wir wollen ja noch ein bisschen Mumpeln finden. Und dafür werden wir uns hier wieder auf den Weg machen. In Richtung der kleinen Stadt hier. Ja, da sind wir jetzt schon ein paar Mal dran vorbeigekommen. Wird uns der Weg wahrscheinlich noch mal so halb am Händler vorbeiführen. Diesmal nehmen wir den vielleicht sogar mit. Und dann würde ich sagen, machen wir uns doch direkt auf den Weg. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen die Felsen rausgehauen, damit unsere untoten Freunde hier nicht mehr so leicht vorbeikommen, beziehungsweise hochkommen und wir uns beim nächsten Mal dann vor allem Sorgen darum machen müssen, was da von vorne kommt und nicht irgendwie von der Seite. Ne, also ihr seht, ich habe irgendwie dauerhaft Bock, kann aber nicht andauernd aufnehmen, weil das manchmal einfach blöd kommt. Und ja, vertreibt mir dann die Zeit mit listigen Bauarbeiten, die im Stream einfach irre langweilig wären. Ne, nebenbei bastel ich gerade noch einen Haufen Cobblestone, weil ich 10 Millionen Steine und 20 Millionen lehmige Erde habe. Und ja, werden mal schauen, was ich irgendwann damit mache. Ja, also wir müssen definitiv noch ein paar Mauern bauen und so eine Scheiße, von daher werden wir sie irgendwann brauchen. Hier ist schon wieder alles voll. Da sind zwei, da ist einer. Zeit für Mord und Totschlag. Das mache ich mal schnell schwimmen, damit wir genug Stamina haben, um einen gewissen jemand hier hart vors Fressbrett zu schlagen. Ups. So, haben wir den schon mal. Und ich glaube, die beiden, die dürfen da bleiben. Ich bin da großzügig. Da haben wir schon das erste Häuschen, wobei ich nicht weiß, ob wir da schon mal drin waren. Es schält sich langsam. Oh ne, das sind Zelte. Ich glaube, die haben wir schon mal mitgenommen. Aber wir gucken mal, wie kaputt hier alles ist. Loot. Ich mag Loot. Naja, gut. Haben wir schon mal mehr gehabt. Aber ein bisschen Munition, das finde ich schon mal gut. Ja, hier war ich schon mal drin. Definitiv. Und ein paar Kumpels haben wir auch noch da. Wow. Scheißvieh. Ich hasse diese Teile. Zack. Das war's mit diesem Teil. Oh, hier rottet sich wieder ordentlich was zusammen. Meine Fresse. Oh. Dezent umzingelt. Wo kommt das denn jetzt her? Achso, ein Bloater. Na super. Na, hier ist ja richtig Action. Nummer 1. Also wenn der erstmal weg ist, dann kriegen wir das sicherlich irgendwo hin. Aber wenn der mir nebenbei immer noch ins Bein schießt, dann wird das schwierig. Das war knapp. Munition. Also ihr seht, er ist halt echt massiv lästig. Und will sich jetzt in die Luft sprengen. Was er auch tut. Und einen ganzen Baum mit umreißen. Na gut. Einen Rest schaffen wir irgendwie. Nummer 1. 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Ne? Steht noch mal einer wieder auf. Ich bin selbst gerade erstaunt, wie gut das läuft. Meine Fresse. Haben wir aber aufgeräumt hier. Ist das? Achso, meine Munition. Ja, die hätte ich gern wieder. Danke. Da stehen auch noch ein paar drin. Da kommen auch noch wieder zwei. Meine Fresse. Hier ist er. Ordentlich Bambule. Also fehlt jetzt erstmal. Wow. Diese Scheißviecher, ey. Weg mit dir. Die sind auch echt scheiße. Hab ich genug Krach gemacht, ist Keule auch wach geworden. Oh. Da bin ich auf irgendwas raufgetreten. Jetzt sind sie da im Zelt drin. Meine Güte. Also die Upgrades für die Axt machen sich langsam echt bezahlt. Beziehungsweise für den Midi-Skin.
Die fallen ja wie die Fliegen, ey. In der Blutnacht habe ich gedacht, ich kriege hier gar keinen klar. Und jetzt ist hier jeder Schuss ein Treffer. Meine Herren. Da ist auch noch eine. Es nimmt kein Ende, ne? Es reißt nicht ab heute. Und all das für ein offensichtlich bereits gelootetes Häuschen. Scheiße, noch eins. Ja gut, dann würde ich sagen, ziehen wir doch einfach weiter. Bevor wir uns hier noch lange aufhalten. Habe ich eigentlich Essen mitgenommen? Natürlich nicht. Sehr clever. Sehr, sehr clever, aber gut. Kriegen wir schon also irgendwie hin. Im Zweifelsfall braten wir uns ein paar Eier oder was der Geier wird. Oh. Das war hart daneben. So. Wird es schon wieder dunkel? Das wird echt schon wieder dunkel. Wieso renne ich eigentlich immer nachts los? Das ist, um es gelinde auszudrücken, dumm. Zum einen ist es dunkel, zum anderen sind die Viecher stärker. Oh, was ist das denn? Heidelbeersamen. Ja. Samen finde ich gut. Oh, es war definitiv ein unfreiwilliges Wortspiel. Ebene hier. So, komm. Hüpf ruf hier. Also ich bin jetzt wirklich am überlegen, ob wir direkt zum Händler latschen. Ich glaube, wir machen das. Ach ne, der hat schon wieder zu wahrscheinlich. Der blöde Penner. Oder er ist um 10? Na, wir gucken mal. Vielleicht kommen wir ja noch rein. Ne, beeilen wir uns jetzt ein bisschen. Sagte er, während die Stamina auf 0 rutscht. Sehr gut. Zack, mein, was ist das Essen da? Irgendwas? Ja, hier die, die wir gefunden haben. Ja, schmeißen wir uns gleich rein. Sonst wird er wieder nichts hier. Schön die Stamina hochhalten. Wir wollen ja schnell vorankommen. So. Müll. Ah, diese blöden Magazine. Ich benutze sie irgendwie sowieso nicht. Weiß gar nicht, warum ich die mitnehme. Hi. Rabimmel, Alter, das knallt auch, ey. Ich glaube, mittlerweile könnte ich mir vorstellen, auf eine etwas schnellere Waffe umzusteigen, die dafür ein bisschen weniger Schaden hat. Ich glaube, das wäre noch nicht mal bei der Wild. Habe ich hier noch was liegen? Nö. Nö. Was ist das denn hier? Zerlegt den Scheiß. Ah, da springt einer herum. Aber das ist uns erstmal egal. Ja, wir können noch rein. Supergeil. Wir können unsere... Ja, war eng. So, was nehmen wir denn dafür? Messbecher, Molotov, Cocktail... Oh, nee, die ist scheiße. Ich glaube, wir nehmen die Molotovs. Ja, der Rest ist eh Müll. Clear Zombies. Das nehmen wir noch mit. Ja, machen wir. Hast du noch mehr? Okay. Und 400 Token gehabt, das auch gleich noch. Mal gucken, ob er hier noch was drin hat. Ja, hat er. Ja, gut, ein bisschen Cotton. Kann er behalten. Hier könnte ich fix reparieren und so ein Scheiß. Ach, aus Steinen kann man Bruchsand machen in dem Teil. Das ist ja gut zu wissen. Ich brauche definitiv einen Betonmischer. Wenn ich mehr Glas haben will. So, aber jetzt geht's straight in die City. Wo kommst du denn jetzt auch schon wieder her? Meine Herren. Ein Betrieb hier. Nicht der Bloater. Den machen wir mal ganz schnell den Garaus. Bevor wir ekelhaften Glibber im Rücken haben. Ich hab Bock drauf. So, dann können wir auch mal den Müll ein bisschen durchsuchen. Schad vielleicht auch nichts. Ah, die habe ich alle schon 5000 Mal jetzt, glaube ich, durchgesucht. Das führt ja zu nichts. Na, oh, out of stamina. Und daneben gehauen. Ich bin wieder unglaublich heute.
So, also ich werde dann, glaube ich, demnächst wieder auf diesen eisenbewehrten Knüppel umschwenken. Und gucken, ob ich da irgendwie ein paar Nägel oder sowas reinkloppen kann, dass ich den verbessere. So, jetzt wird mir hier auch schon angesagt, es wird Nacht. Gut, dass ich in der Stadt bin und ein bisschen Krach mache. So, dann fangen wir mal hier mit dem Pornshop an. Papier, das kannst du mal gepflegt behalten, habe ich mehr als genug von. Na, das geht ja richtig zackig voran. Ach, da auch Kumpels dran. Mal gucken. Der mir ist frei. Oh, das ging schnell. Oh, der ist übrigens auch. Die auch. So. Na. Fuck. Jetzt hau ihn um. Geht doch. Den auch. Hey, Big Mama. Die. Oh, SWAT-Helm. Geil. Hä? Wer will hier noch was? Wie macht der hier noch Krach? Gibt dir schon wieder einen sinnlos auf die Wand ein? Ja, noch eine Mama. Also die Wegfindung von dem Spiel ist ja manchmal echt ein bisschen... Naja. Sagen wir, geht so. Chemiestation. Maismehl und Kohle. Ja gut, okay. Ist nicht der Shit. Habe ich eigentlich meine Wrench dabei? Natürlich nicht. Ist das nicht besser als meine? Ein bisschen. Auf jeden Fall mehr Schutz und nicht ganz so hässlich. Kann ich den modifizieren? Zerlegen? Where? Nö, leider nicht. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Na? Juhu! Oh. Da wird es wieder eine ganze Ecke dunkler. Da ist... Oh, scheiß Hund. Ich hasse Hunde. So, jetzt habe ich die Übersicht verloren. Das ist nicht gut. Und ich blute wie Schwung. Alter. Jetzt mal Verband anlegen. Gut, dass das nur glitchy war. Okay. Huh. Das war knapp. Jetzt bräuchten wir Aloe Vera. Aber ganz dringend. Stirb, du Penner. Ja, das war ganz schön eine Scheißrunde gerade. So. Ich glaube aber, ich habe Schmerzmittel oder sowas gefunden. Wir gucken gleich mal. Bringt ihr auch was? Ja, Health 40. Ja, ist doch ein Anfang. Oh, sogar Instant. Das ist ja geil. Was habe ich da jetzt für ein Buff? Painkillers. You took painkillers. Stunts will affect you less now. Okay. Ja, ich stehe hier gemütlich rum. So, Waffenschrank. Sehr schön. Zerlegen und die Nägel nehmen wir auch mit. Alles, was uns Eisen spart. Shotgun Messiah. Na hey. Das klingt nach genau dem, was... Yeah, genau dem, was wir wollen. Also scheiß Waffen, aber mumpeln. Und Reparaturkits, was ist das? Noch mehr Revolver hält Scheiß. Geilo. Gravedigger? Ja, cool. Upgrade für die Schaufel. Das machen wir auch gleich. Modify. Und hau in den Scheiß. Das hat das Ganze mal extrem erhöht. Noch eine Revolver hält Kiste. Und diesmal gibt es. Oh, Reflexvisier. Geil. Das war mal echt lohnenswert. So, den Piss hier zerlegen wir. Die Schrotflinte auch. Das Jagdgewehr auch. Alles dieser Level 1 Scheiß. Das Warteschlange ist voll. Das ist schlecht. Reflexvisier finde ich aber erstmal ziemlich geil. Ja, ich habe zwar gerade ganz schön auf den Dötz bekommen, aber... Nichtsdestotrotz lohnt sich. Der macht mich fertig hier. Oh, weg. Gut. Das war easy. Es ist echt ficke dunkel, ey. Hab ich irgendwie Fackeln dabei? Nö, meine Taschenlampe.
Manchmal bin ich auch dumm, ne? Zack. So, hier, ne? Rabbit's Bag. Geil. Triple Storage Package. Tragekapazität plus 3. Okay, ist das ein Upgrade? Decreases encumbrance penalty by 3 by installing this modification into your armor. Ja, cool. Dann wird das zerlegt. Das Glas. Ja, komm, haben wir hier. Halb so wild. Die Federn lassen wir auffallen. Dann nehmen wir das mit. Und dann gucken wir doch mal hier. Die kann ich hier nicht bearbeiten. Das ist natürlich ärgerlich. Aber gut. Mal die Steel Armor. Modify. Geht doch. Reflexvisier. Was ist das Ding jetzt gelandet? Da. Zack. Und dann sollten wir eigentlich nochmal ein Stückchen schneller laufen können. Na endlich. Ein Gewehr, dass ich das noch erleben darf. So wie Gold und Silber. Ja, jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen gucken. Hier den Scheiß weg. Dafür nehmen wir das Gewehr mit. Den Bogen zerlegen wir. Die ziehen wir erstmal an. Und den kriegen wir auch alles mit. So, dann müssen wir das Ding hier noch zu Klump hauen. Was ja auch gar nicht lange dauert. Ich glaube, es wäre angebracht, das mit einer Wrench zu machen, aber ich habe einfach keine. Weil ich wieder mal dumm war. Aber die Zeit hält sich an Grenzen. Wir trinken mal nebenbei was. Irgendwie so ein Bauarbeiterlicht auf dem Kopf oder sowas wäre echt cool. Weil es zwischenzeitlich doch echt ficke dunkel ist, ey. Das nervt ja dezent. Ah ja, wir sind echt cool Stuff gefunden. Vor allem das Reflexvisier finde ich ganz schön geil. Und die dazu passende Waffe ja auch schon. Wobei ich mal gucken muss, was da für ein Visier drauf sitzt. Ich die equippe. Kann ich gleich mal machen. Guck mal. Ja, ist zwar nur Level 1, aber... Scheißegal. Besser als dieser scheiß Repetierer. Mit dem ich überhaupt nicht aus dem Jockel komme. So, dann sollte hier ja noch irgendwas Geiles drin sein. Ich hoffe ja auf eine höherwertige Waffe. Und dann hat sich das richtig gelohnt. Alter Vater. Da packe ich die schöne Sachen. Um die Leute zu verkloppen. So, komm. Gleich geschafft. Spannungsbogen, Spannungsbogen, Spannungsbogen. Zap, zap. So. Ich leg mein Mikro eigentlich hier wie Arsch. So. Na, bist du wohl. Ja, jetzt will's. Ich hoffe mal, jetzt hört ihr mich ein bisschen besser. Ja, Jackpot würde ich sagen. Aber vom Allerfeinsten. Das läuft ja wie ein Länderspiel. Pflastersteine, Pflastersteine. Also die hier schmeißen wir weg. Dafür nehmen wir die hier mit. Den nehmen wir auseinander. Magnum-Mumpeln. Langsam fällt die Wahl echt schwer. Aber wir können das anders machen. Wir können mal den übrigen Cobblestone hier verarbeiten. Dann verschwindet der nämlich aus dem Inventar. Und wir können die hier nehmen. So. So sieht das doch ganz okay aus. Kann ich irgendwas... Zerstörte Batterie und Blei, das wir eigentlich auch dringend brauchen. Alter, mein Inventar ist zu klein. Ich bekomme einen Rappel. Okay, dann modifizieren wir jetzt erstmal die hier. Wenn man die schon modifizieren kann. Nee, zu geringe Qualität, scheiße. Wir müssen langsam auch anfangen, uns die Sachen selber zu craften. Dann sind die auch qualitativ höher. Dann können die letzten paar Steine halt weg. So, haben wir noch mehr? Ja, haben wir noch mehr.
Ist das? Wieder ran? Nee. Ist auch nur Deko. Ich würde hier so einige Teile tatsächlich noch gerne auseinandernehmen. Ja, brauchen wir nicht. Holztruhe. Noch mehr Munition und grüne Farbe. Die ist uns jetzt aber erstmal relativ wurscht. Also das Haus hat sich doch schon mal gelohnt. Hier ist doch das Klo. Hier könnten noch ein paar Schmerzmittel und sowas drin sein, aber nein. Papierkorb. Mehr Nägel. Sehr gut. Geht's hier runter? Ist das ein Weg nach unten? Ne. Definitiv nicht. Gut. Hier die Registrierkasse. Kann ich die noch irgendwie... Ah, die ist offensichtlich geplündert. So, ich glaube, dann können wir weiter. Darf all dies Kabel... Sieht eher wie ein Fabrikgebäude aus. Ich weiß nicht, ob wir da Waffen finden. Da hoffe ich ja eher, dass die Redneck-Bäckerei da ein bisschen was liegen hat. Oder was haben wir hier noch? Das Bierzelt. Naja, also wer hier keine Waffen dabei hat, der ist in den USA wohl dämlich, wo jeder zweite eine trägt. Das heißt, was ist das denn hier? Liest ihr hier Bierpredigten oder was? Geilo. Meine Jünger des Bieres. Ich bin schon wieder dehydriert, Alter. Was ist denn los? Trinkschluck. Gönn dir. Nimm gleich zwei. So, wollen wir mal sehen. Ja, da sind sie auch schon. Na kommt, ich helfe euch mal eben. Oha, das sind ein paar. Eins. Oh, zappelt's aber auch rum, Mäuschen. So, halt still hier. Wie die Lemminge kommen sie mir hinterher geschissen. Hier ist ein bisschen schneller, also war. So, der ist hin. Na komm. Schon wieder ordentlich Fertigkeitspunkte. Na, was ist das? Ne. Gut. So. Dürfte doch schon mal. Was ist das hier? Zerbrochenes Glas. Zerbrochenes Glas. Sehr gut. Oha. Kein Platz im Inventar. Das ist mir bekannt, deswegen hatte ich damit eigentlich ursprünglich angefangen. Das sieht ja auch nicht ganz gemütlich aus. Hofbräuhaus. Da müssten wir uns einen Weg hochbauen. Wir gucken erstmal hier hinten. Ist das Chemietisch? Oh shit. Wo? Da oben. Die kommen echt aus den Bierfässern raus. Ich werde bekloppt. Ja, komm, da holen wir einmal den Bogen. Wo auch immer der ist. Oh, er kommt von ganz alleine. Ja, wunderbar duster. Rums. Aber es reicht für mich zum Kämpfen. Und. Scheiße. Oha. Na, springt er sich gleich? Nein. So. War was? Nö. So, was war da noch? Spiritus. Brauchen wir die auch noch, aber nicht jetzt. Wo sind die denn jetzt noch? Oh Mann. Wo? Ach, wahrscheinlich da. Ist aber auch was los. Oh, eine Chemiestation. Coolio. Ich wüsste. Na komm. Wir müssen uns jetzt mal um dich kümmern, wa? Mag nicht so recht dran. So, das war's. Was kann man hier eigentlich herstellen? Steroide, Antibiotika. Plastercast. Benutze Schiene um verstauchte. Okay. Das wird wohl das Verbesserte sein. Militärfasern kann ich hier herstellen.
Ja. Irgendwann lege ich mir auch eine zu. Chemietisch. Messbecher und Kohle habe ich im Zweifelsfall alles da. So, gibt es hier noch was? Bisschen was Essbares wäre cool. Die nehmen wir mit. Farbe ist scheißegal. Das hat sich ja. Da haben wir noch rein. Was zu essen. Perfekt. Das helfen wir uns gleich rein. Und zwar beides. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch vielleicht irgendwie nach oben kommen. Oha. Oha. Der muss repariert werden. Scheiß. Dann macht das mal eben fix. Wo läuft man denn gerade hin? Hat mir vorhin gesagt, ich kann nicht mehr. Ach da. Ja, super. Das ist dumm. So. Ich glaube, wir sollten uns erstmal wieder auf den Rückweg machen. Den ganzen Stuff wegbringen. Denn wir sind massiv überladen und müssen hier die Hälfte liegen lassen. Das ist ja auch scheiße. Guck mal, wo ist unser Bettchen? Wir haben jetzt Anfang Tag 12. Es ist ja alles irgendwie suboptimal, sage ich aber mal. Die Blutnacht kommt immer näher und näher. Wir haben jetzt zwar ein bisschen Munition, aber noch irgendwie nichts, wo wir uns vernünftig hin zurückziehen können. Ne, gut, Brücke ist geil zum Kämpfen. Das haben wir ja nur beim letzten Mal gemerkt. Die Frage ist, wie modifizieren wir die so, dass wir da auch drauf kämpfen können? Ne, weil ich glaube, im Haus, das werden wir wieder nicht schaffen. Da wird wieder die Tür der Schwachpunkt sein. Selbst wenn ich da noch einen Graben vorwegziehe. Ich glaube, wir bauen wirklich in der nächsten Folge einfach mal zwei Zugbrücken. Und dann hauen wir da Türme auf die Brücke rauf. Links und rechts eine Zugbrücke. Und da. Oh. Dich hätte ich fast nicht gesehen, mein Hase. Und dann nutzen wir einfach die Brücke als Verteidigungsknoten. Ne, unten die Füße dann noch weiter verstärken, sodass sie dann nach Möglichkeit so irgendwie gar nicht rankommen. Kein Platz im Inventar, ja, weiß ich selber. Achso, deswegen wird das gestoppt. Ja, gut. Ne, wir haben jetzt. Was zur Hölle war das? Ach. Papiercontainer vom örtlichen Supermarkt wird abgeholt. Ne, wo war ich? Genau. Bauen da links und rechts die Zugbrücke ran und werden dann schön von oben runterballern. Müssen nur gucken, dass wir dann irgendwie einen Weg finden, dass sie da nicht ständig von der Brücke runterpurzeln. Weil die mir dann ja wieder Ständer wegzukloppen. Ne, und ich kann das zwar ein bisschen verstärken und das wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen halten, aber halt auch nicht ewig. Ach, hier ist wieder dieser andere See, um den ich jetzt rumrennen muss, oder? Ne, ist schon mein See. Das ist ja schön. Dann sind wir ja quasi gleich zurück. Und das wiederum heißt, dass die Folge gleich zu Ende ist. Ja, halbe Stunde noch. Genau, und dann werden wir auf jeden Fall uns dafür die Blutnacht zurückziehen, weil ich habe ein bisschen die Befürchtung, wir haben jetzt noch ein bisschen über 2 Tage, dass wir das Haus einfach nicht weit genug vorbereiten können. Und ich glaube, diese Befürchtung ist sogar arg berechtigt und das mit der Sichtweite kotzt mich immer noch an. Ich will mein Haus sehen, wenn ich darauf zulaufe. Zumal es auch nicht mein Haus ist, hat kein Dach. Und Feststellung, von hier aus komme ich jetzt so gut wie nicht mehr in mein Haus. Ist vielleicht auch nicht so gut. Ja, schnell schwimmen ist nicht mehr so gut. Wir können gleich nochmal zurück rüber gehen. Ich zeige euch nochmal, wie ich das meine. Am besten mache ich sogar 2 so eine Türme.
damit ich mich im Notfall zu einem anderen nochmal zurückziehen kann. Das wäre ja durchaus optimal. Na, dann Zugrücken hoch und bam, 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 bam. Ne, Pfeile sollte ich mir bis dahin genug craften können, hoffentlich. Dann dauert das zwar alles ein bisschen länger, aber der stete Tropfen und so. Wenn die da nicht zu Hauf runterfliegen tatsächlich. Ja, und dann gucken wir mal, die ist ja nun echt relativ schick geworden. Ja, so beim dritten Pfeiler, also 1, 2, 3, dass ich da so ein Tor hinbaue. Das gleiche machen wir da hinten. Dann haben wir das Ding nach links und rechts doch schön abgesichert. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Dann ziehen wir da einfach einen Turm da seitlich hoch. Ne, das stabilisiert den Turm dann auch gleich nochmal. Also das reißen sie so schnell auch nicht weg. Ne, machen wir zwei Mauern dick. Und dann wird das geil. Ja, ich glaube, ich finde das gut. Das machen wir. Das nehmen wir uns für die nächste Folge vor. Wir sind immer noch leer. Ja, dann danke ich euch wieder mal fürs Zusehen. Und ja, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Ich habe Urlaub. Das heißt, es gibt ein paar mehr Folgen. Ist ja auch was Schönes. Und dann nochmal danke und reingehauen. Euer Ragnar Bertholdsson.